Hehehe, Flesk hat mal wieder beweisen müssen, dass sein Team aus Geografie-Gigabrains besteht und lieferte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Raten. Wie es ausging, könnt ihr euch jetzt anschauen. Vergesst nicht, den schönen roten Abo-Knopf zu drücken sowie dem Video ein Like und einen lieben Kommentar dazulassen. Kuss. Oh, oh, es geht los! Tschechien sind wir. Auf dem Auto steht .cz. Oh, perfekt, schon mal genau. Sehr, sehr stark. Ja, der dann Ort lass uns direkt. Kijov oder Kiju. Dann lass uns direkt suchen. Dann lass uns direkt suchen. Dann können wir uns quasi jetzt ein bisschen verteilen in Tschechien erstmal. Wir müssen noch nicht einloggen, aber wir können ja sagen, so einer Osten, einer Norden, einer Westen, einer Süden so. Und dann suchen wir erstmal nach. Polen? Ist das eine Option sonst? Nee, das ist Tschechien. Nee, das ist CZ. Das ist wirklich Tschechien, ja. Oh, ich hab's. Ja, wo? Wo ist das? Von Prag aus? Ich log einfach mal hier, dann könnt ihr sehen. Ja, okay, machen wir um ihn rum so ein bisschen. Ja. Oh, ich hab gar nicht gedrückt. Ja. Oh. Alter, nicht schlecht, oder? Ja, 6 Kilometer. Erstmal gut. Sehr, Junge. Sehr schön. Wo hast du das Ortsschild gefunden? Ich hab das überhaupt nicht gesehen. Du bist einfach eine Maschine drückst. Hier ist so ein Schild, das steht drauf. Ist ein EU-Land. Bei mir steht Lidl. Lidl gibt's. Es ist Portugal! Hier ist Nosh. Ja? Das ist ein Anbieter, das ist ein portugiesischer Internetanbieter. Alter, Junge, wir sind einfach. Bonus schlägt zu perfekt. Es gibt auf jeden Fall einen Villa Nova, aber Villa Nova heißt nur neu. Also Nova ist neu und Villa ist so, da ist. So statt. Es kann auch noch mal Gäste verteilen und reinhauen. Die anderen wissen auch mittlerweile, dass es Portugal ist. Das ist zu riskant. Lass uns den genauen Ort finden. Da wollte ich dann. Okay, lass verteilen. Wo verteilt ihr euch? Ich bin hier. Scheiße. Hä? Ja, okay. Wir waren fast dran. 8 Punkte nur. Ja, fein. Ja. Super fein. Lauf mal los, Leute. Haut rein. Das ist Australien. City of Lismore. Australian Air Force. Super stark. Die Mucke gleich nochmal leiser stellen. Das ist ja unerträglich. Ja, im Osten wahrscheinlich, oder? Die gibt einem Adrenalin, finde ich. Ja, die Musik. Ihr macht die auch nicht aus. Ihr lasst die drin. Ich lass die an. Okay, geil. Für den Kick. Mann, ich hab grad ein Schild, und als ich hier näher rankommen wollte, hier ist irgendwas mit Walker Street. Ich hab's gefunden! Wo ist das? Hau rein. Hier, wo ich markiere. Let's go. Genau drauf. Geil. Ja, dann mach's einfach drumherum. Lismore Memorial-Dingens gefunden. Hier, gib. Ja, dann baller rein. Fuck. Let's go, das ist ein richtiger böser Hit. Richtig böser das Hit. Das ist ein böser Hit. Let's go, ja, Leute. Australien ist ja, ist ja auch alles so übel weit auseinander, ne? Wenn du Staaten oder sowas kriegst. Und du triffst nicht den genauen Start, bist du sofort schon. Es ist einfach zweimal das gleiche Wort wahrscheinlich, nur einmal kritisch. Ja, einmal raus und einmal rein. Okay. Ja, genau. Lastotinze. Lastotinze. Hier ist irgendwas Eco-Block. Ich hab's. Ich geh vorne rein. Lastotinze. Was? Wo? Was ist das? Serbien. Oh mein Gott, du Maschine! Einfach außen verteilen, sondern. Ja! Alter! Ich glaub, das ist so Oh mein Gott! Ich fühle mich wie bei Gruppenarbeit, obwohl ich nichts mache, kriege ich eine 1. Das ist richtig schön. Ja, aber das haben wir beim letzten Mal natürlich schon gelernt, so sprich, es muss halt. Oh, hier ist auch wieder. Sind wir nur in Europa? Oder? Sieht nicht europäisch aus, ehrlich gesagt. Also ich wollte nur wissen, wie die Einstellungen waren. Ich habe da gar keinen Plan. Also, Argentinien, oder? Und das ist eine große Stadt wahrscheinlich. Warum aus Argentinien? Oh, die haben eingeloggt! Verteidigt Argentinien! Alter! Oh, die haben es direkt gefunden. Oh, ja. Die haben uns ordentlich auf die Glocke gehauen. Wir haben die so schnell gefunden. Oh Gott. Richtig. Die Schrift kenne ich nicht. Südostasien. Thailändisch oder Indisch? Captain Colors. Alter, geil. Boah, da haben die anderen aber gerade sehr schnell gefunden. Argentinien ist gar nicht mal so klein. Hier steht überall Fett Mimosa drauf. Da auf dem Plakat steht Mimosa drauf. Dann ist da noch so ein großes Schild. Pattaya! Wir sind in Thailand, Pattaya! Pattaya, Südthailand. Nice. Pattaya. Ah ja, Pattaya. Wollen wir da nicht setzen? Dann haben wir doch schon. Dann lass einfach Pattaya. Ich setz mitten rein. Gut. Ich setz irgendwie hier noch ein bisschen am Rand. Ah. Oh ja, die anderen. Ah, ist gut. Ah, 9 Kilometer. Aber die sind auch schon, ne? Oh, die sind schwer, die Dinger. Das ist too intense. Ja, das ist. Da muss man echt die Musik ausmachen, wenn es zu viel ist. Ich glaube, wir haben hier Spaß. Da bräuchte mal Schweden-Expertin oder Skandinavien-Expertin Nova. Wo ist Nova? Ich habe beim letzten Mal auch jedes Örtchen gefunden in Skandinavien. Das ist krank. Der Typ im Traktor ist blond. Okay, eindeutiges Zeichen. Das muss Schweden sein. Es geht nicht anders. Ich habe hier irgendwas. Also irgendwas mit ganz komisch, aber das kann man fast nicht lesen. Das ist safe in Land. Ich habe einen Stadtnamen. Seine Yuki. Mit S am Anfang? Seine Yuki? Ja, und ein Ä dazwischen. Also deswegen. Okay. Ich hab's. Dann klick drauf. Klick einfach drauf. Okay. Dann werden wir es finden. Wie hast du das denn jetzt gefunden? Oh, yes. Wie
gut, Alter. Richtig. Aber es ist unter Tausende jetzt. Nicht schlecht. Ja, aber das Problem ist, es kann sich immer auch umkehren, wenn wir jetzt Pech haben und wir sind übelst weit weg, aber das sieht nicht aus. Es hat Amsterdam bei Boden, Holland. Nicht, ja, Holland. Amsterdam steht hier. Ist echt Amsterdam? Ist das nicht Amsterdam, oder? Da steht irgendwas von Amsterdam an dem Schild. Richtung Linie 1, 7, Station Sloterdijk. Utrechtstraat. Krieg's nicht so schnell gefunden. Weiteren Schatz. Okay. Oh, scheiße. Okay, dann geht jemand einmal nach Amsterdam. Ich gehe oben zu Groningen. Ja, ich bin dran. Okay, ich gehe mal nach Eindhoven. Sehr gut. Oh, aber das Junge, 100, was für 140 Meter? Ah, drei Punkte. Nein, wir haben drei Punkte verloren. Super fein, super fein. Ah. Japan, oder? Japan, oder? Ja, Japan. Japan-Vibes direkt. Ja. So. Sieht auch aus wie japanische Schriftzeichen. Wir sind in Shiba. Shiba City Hall. Das sind Stadtteile von Tokio. Shiba, Ichihara. Bin Shiba, ich hau drauf, zack. Let's go. Digga. Ja, wir sind genau drauf. Alter, richtig. Let's go. Oh, da ist ein Straßenschild direkt. Perfekt, das ist so easy dann. Bin schon vorbeigefahren, nein. Urid, Oya. Wieder kyrillisch. Dieses Auto einzuholen, das fährt ja auch weiter. Dunje, Gostivari. Ich probiere mal zu. Oh, ich hab hier Urid. Urid, wo? Welches Land? Nordmazedonien. Über Griechenland. Und dann die M4. Urid habe ich auch. Und ja, geil, klick drauf, wir ballern rein. Oder sowas? Das wäre nicht so schnell. Vergessen. Ja, wir sind ja dran. Oh, die waren auch verloren, ne? Ui. Ja, Urid, aber sehr gut, dass du Nordmazedonien, wäre ich niemals drauf gekommen, Digga. Nordmazedonien. Wie bist du da hingegangen? Magic. Ja, ich habe letztens erst so die ganzen europäischen Länder gelernt. Ich weiß aber gar nicht, wo Nordmazedonien überhaupt liegt. So. Da steht was von Departure, also wir sind beim Flughafen irgendwo. Magic Food Point. Okay. Wir müssen vom Flughafen irgendwie jetzt einen schnellen Schild finden, weil Bangkok, das ist ja so. Bangkok International Airport. Let's go, aber ganz schnell Bangkok. Der müsste doch riesengroß sein, oder? Der Flughafen in Bangkok. Ich hab ihn. Ja, let's go, rein da. Ich hab mitten drauf gesetzt, also. Ja, wir verteilen uns am Flughafen. Ich gehe hier rein. Vielleicht gehst du ein bisschen nach unten. Ja, das passt. Die haben mehrere Flughafen. Schade, aber ist nicht krass. Ah! 31. Das sieht nach Amerika aus, oder? Ja, das hat schon so, auch. So Suburbs-Vibes. So Holzhaus. Es ist auch eine amerikanische Flagge am Haus, ist hundertprozentig. Ja, Pinewood und sowas alles. Ja, es ist auch da müssen wir echt aufpassen, wenn du da daneben liegst und das tut richtig weh. An der falschen Küste bist, dann ganz wichtig, das ist sehr schwierig. Amerika ist ganz belastend. Jo, Amerika ist immer, sieht alles so gleich aus. Ich hab's. Und so. Was, wo? Wie hast du es? Oh mein Gott. Ich hab ihn rumgescrollt und da war es auf einmal drin. Hat's echt geschafft? Das ist ja absolut illegal. Verteilt euch. Wenn das jetzt stimmt, ne? Ich spiel noch Lotto heute. Ja! Und er ist einfach drin. Let's go. Aber wir haben noch nicht gewonnen. Matteo war ja sogar noch in der Nähe, ne? Matteo war in der Nähe. What the fuck? Richtig stark. Aber gut gemacht. Gott. Sehr gut. Auf den ersten Blick. Ich hab eine Landesflagge. Was für eine? Grün, weiß. Nigeria. Ich geh mal in Kaduna rein hier. Zack. Dann geh ich. Verteile ich einfach. Ich geh bei Kano rein. Geht ihr noch an die Südseite? Geht ihr noch an die Südseite, bitte? Ja, also, du bist baller irgendwo rein. Oh! Ja. Ja. 2 Punkte, das ist es! Das ist es doch! Nee! Was? Nee, Mango war auch noch am Start! So close! Oh mein Gott, geht wirklich. Die halten sich über Wasser. Mit den letzten Punkten halten sie über Wasser. Südostasien Thailand. Sind wir schon wieder. Thailand. Ja. Schon wieder Thailand. Es ist Thailand, ja. Ich habe Städtenamen, aber ich kann sie nicht so. Irgendwie Ferryport oder sowas? Sachen zu lesen. Ferryport und Santinafa oder sowas steht da. Ferryport, Santinafa. Nein, oh, shit. Okay, verteilt euch in Thailand. Ja, die sind sofort in Thailand reingegangen, ne? Na. Uff. Junge, er ist ja voll drin. Der war, hat's gut gefunden. Oh, der tat weh. Der tat 900 weh. Punkte können wir uns erlauben. Mhm. Boah, der war nicht schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Wir sind einfach auf einer Wiese ausgesetzt worden. Das ist Area 51. Jetzt ist es ganz belastend. Das ist belastend jetzt, ja. Das ist belastend, vor allem. Mongolei oder sowas? Die könnten Verzweiflungstat machen. Ich habe halt keine Ahnung, wie Mongolei aussieht, aber so stelle ich mir Mongolei vor, tatsächlich. Ja, Mongolei ist ja auch nah Russland. Also es gibt ja auch, die mongolische Grenze grenzt ja auch an eine russische Grenze. Macht das denn Sinn, jetzt darauf zu warten, dass die setzen, oder sollten wir lieber setzen, weil wir die vielleicht schlagen? Die wissen auch schon, Mongolei, Russland wissen die auch schon. Wir brauchen, aber das Problem ist, wir werden auch keinen genaueren Anhaltspunkt finden, weil das in Kyrillisch ist und wir werden es nicht, lesen. Also werden auch keinen. Eben glaube ich auch nicht, deswegen wollen wir einfach mal riskieren. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall nicht alle in Ostrussland positionieren, sondern wir sollten uns in Russland verteilen. Wir lassen uns klicken, ich glaube, wir finden nichts, oder? Was denkt ihr? Ja, ich denke auch nicht. Also, okay. Ich weiß auch nicht, was ein Wort ist und was ein Name von irgendeiner Örtlichkeit ist. Wir müssen uns jetzt absprechen, wie wir uns verteilen, das ist wichtig. Ich gehe mal mitten rein hier. Erdenet ist der erste Ort, der mir ins Auge gesprungen ist. Relativ mittig. Es könnte vielen Orten sein. Scheiße.
Das ist jetzt ganz was anderes. Ina, noch ein bisschen sind wir so am Arsch. Oh mein Gott, wir sind nicht so weit weg. Oh mein Gott. Geil. Ja, das geil. Das, okay, wir haben es überlebt und das war. Das ist, was zählt. Das ist, was zählt. Das sieht schon wieder aus wie Amerika gefühlt. Oh mein Gott. Okay. 72 Langstep Road steht da. Ich weiß nicht, ob das so eine richtig große ist. Ach so, nee, dann ist es nicht so eine große. Das ist nur die Straßenname. Das ist nur der Straßenname. Aber CA muss nicht Kalifornien sein, kann auch Kanada sein. Ja, das ergibt Sinn. Wir sind in Kanada. Wir sind in Kanada. Und zwar sind wir in Vaughan Mills. Okay. Bist du dir ganz sicher mit Vaughan Mills, ja? Nee, ich bin mir sicher, aber da war ein großes, so ein Vaughan Mills, so ein Sign, aber muss nicht sein. Ah ja, hier Vaughan. Hast du gefunden, Vaughan Mills? Nee, aber hier steht auch auf dem Schild Vaughan. Also, Vaughan habe ich auch super Vaughan, oft gesehen, ne? Ja, aber dann müssen wir Vaughan jetzt in Kanada finden. Ist da irgendeine Straße, irgendeine Nummer bei Tamina? Ich versuche auf eine Hauptstraße zu kommen. Oh, okay. Scheiße. Scheiße. Wer hat die Lok von uns? Ja, wollen wir uns verteilen einfach? Ja, verteilt euch, ich nehme als letztes. Okay, Scheiße. Reicht es aber? Ist es 2000? Oh, nee, das reicht nicht. Wir leben. Oh, wir leben gerade so. Oh mein Gott. Okay, Was ist das? Okay, wir machen es spannend. Wir machen es spannend. Osteuropa. Ja, direkt. Ja, sie spannend auch. Spaß. Gott. So. Russische Landes... Nee, ist das Bulgarien? Weiß, Grün, Rot untereinander? Ja, Bulgarien. Wir sind Bulgarien. Peach, irgendwas. Irgendwas. Land ist Bulgarien, safe point. Ja, Bulgarien. Und dann. Okay. Ich klicke drauf. Auch. Das ist definitiv. Ja, okay. Das ist sehr riskant bei 100. Das ist sehr riskant. Scheiß drauf, okay. Rein da. Hast du irgendwo hingesetzt einfach? Ja. Gehe ich hier auf Sofia? Ich gehe hier so hin. I guess. Oh Gott, das könnte so schief gehen. Nee, das haben wir, oder? Ja! Yo, let's go! Yo! Oh mein Gott, das war wirklich so ein knappes, Junge. So ein knapper Fight. Was ist das? Sehr stark, Phil, sehr stark. Das Bulgarien rauf, ich hab sofort den. Ich hab ein Ortschild offen gehabt und hab's das erste, wo ich hingescrollt habe, war das Ortschild so. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Oh, aber das haben die echt noch krass gemacht am Ende. Ja, die haben noch bis zum Ende noch zurückgekämpft.